Das gerade war der Teaser-Trailer zu Avatar Realms Call It. Genauer gesagt, dem kommenden Mobile-Game, was im ersten Moment zwar weniger spannend klingt, aber wie bereits im Korra-Spiel von 2014 vermutlich wieder kanonischen Stuff enthält. Inwiefern sich das Ganze auf die noch kommenden Projekte auswirkt, erfahrt ihr jetzt. Viel Spaß! Ganz kurz im Schnelldurchlauf, was uns 2025 alles erwartet. Zwar müssten das meine Zuschauer schon lange wissen, weswegen auch ihr gerne mal ein Abo dalassen könnt, wenn ihr nichts mehr von Avatar verpassen wollt, aber angefangen am 10.10.2025 mit einem Film des Erwachsenenteam Avatars, der sogar bei uns in Deutschland im Kino laufen und einen Abschnitt der Epoche zwischen Aang und Korra zeigen soll, geht es weiter mit einem animierten Film, bei dem Zuko im Vordergrund stehen wird, während es beim dritten und letzten entweder Korra oder aber Avatar Kyoshi sein soll, allerdings sowohl Release als auch Handlung noch komplett unbekannt sind. Was ist? Was wir jedoch wissen ist, dass viele alte und bekannte Gesichter mitwirken, die schon gut 18 Jahre vorher Avatar, der Herr der Elemente, zu dem machten, was wir alle kennen und lieben. Ja, auch die kommende Serie nach Korra mit einem komplett neuen erdbändiger Avatar wird 2025 endlich sein Debüt feiern, was für uns entweder heißt, dass sich das Setting in einer postapokalyptischen Welt der vier Nationen abspielt, oder aber es gar nicht von Bedeutung ist, da der neue Avatar sich um den größten Fehler des vorherigen kümmern muss, wie wir es nicht nur gewohnt sind, sondern eventuell auch heißen könnte, dass die Verbindung zu Aang und Co. endlich wieder hergestellt werden. Aber dafür leite ich euch einfach mal zu diesem Video hier weiter, wenn ihr Lust habt, mehr über die Handlung der kommenden Serie und dem neuen erdbändiger Avatar zu erfahren. Guter Einwand. Denn viel wichtiger ist der, in Anführungszeichen, Nachfolger des Handygames Avatar Generations, was uns ja schon das letzte Jahr über mit so viel neuem Stuff zum Franchise gefüttert hat, wie Artworks zu Charakteren, die wir vorher nicht kannten, weiteren Handlungssträngen und auch wurde endlich bestätigt, dass Prinzessin Yue eine Wasserbändigerin ist, beziehungsweise war, aufgrund ihrer Verbindung zum Mondgeist, allerdings eingestellt wurde, wegen unbekannten Gründen. Realms Call It hingegen, ich hoffe ich spreche das richtig aus, erinnert mich vom optischen her und auch vom Antagonisten mit dem Namen Chan Yu extrem an Hundun. Ihr wisst schon, der Antagonist aus dem Korra-Game, der einst ein Erdkönig war, durch seine Machenschaften jedoch den Zorn eines unbekannten Avatars auf sich zog, der sowohl ihn als auch seinen Bruder so stark verletzen konnte, dass sie sich in die Geisterwelt zurückzogen, bis Korra die Portale offen ließ und der Gute samt seines Bruders sich nun rächen wollte. Mit Hilfe seiner Chaos-Attacken und der Fähigkeit, sowohl Erde als auch Dunkelheit zu bändigen bzw. zu kontrollieren, ging er dann mit den restlichen Äqualisten ein Bündnis ein, um den Avatar zu vernichten. Klar wurde er daraufhin durch das spirituelle Heilen vernichtet, aber nichtsdestotrotz spielten sich die Ereignisse zwischen Buch 2 und Buch 3 ab, was heißt, dass die Storyline Canon ist, was vermutlich auch auf Chan Yu und seine Männer trifft. Ich meine, sowohl visuell als auch das Leuchten in seinen Augen sowie die grünen Flammen im Hintergrund, was sogar mehr nach einem Zugang zur Geisterwelt aussieht, würden halt dafür sprechen und unterstreichen auch nochmal die Referenzen zu Hundun. Wenn wir aber schon dabei sind, muss ich sagen, dass auch die Armee sowie deren Feinde, sprich Krieger aus dem Erdkönigreich und Soldaten der Feuernation extrem gut aussehen, was uns auch schon zu Aang bringt, der Chan Yu gegenübersteht und halt einfach nur Lust auf mehr macht. Ich mein's ernst, ich habe mit Tabletop Games nichts am Hut, aber alleine wegen den ganzen neuen Charakteren und auch wegen den ganzen Infos, die hier gedroppt werden, war es das Ganze wert für 40 Euro zu kaufen. Glaub ich. Falls ihr jetzt aber auch Geld rauswerfen wollt für ein Buch, mit dem ihr sonst nichts anfangen könnt, ich habe euch das Ganze mal in die Infobox gepackt, zusammen mit dem Link zum neuen Game, also zum Handygame und den anderen Büchern zu Avatar Legends. Ich meine, das ist ja hier nicht das einzige hier für 40 Euro, mit dem ich nichts anfangen kann. Es gibt auch noch andere, die ich mir safe auch noch holen werde, weil Wan Chitong auf dem Cover ist und es macht sich safe gut da hinten. Deswegen machen wir weiter, oder? Los, ich warte! Alles weitere, was zumindest die Story betrifft, ist zwar noch unbekannt. Aber es wurde auf jeden Fall schon eine Demo veröffentlicht, die zeigt, dass man sein eigenes Element wählen kann, seine eigenen Verbündeten sowie sich seine eigene Nation aufbauen muss, um es mit den weltweiten Gegnern aufnehmen zu können. Es wird von einem gefährlichen Kult gesprochen, der einem dunklen Wesen aus der Geisterwelt gewidmet wurde und auch wird Kurok im Play Store zitiert, was nicht passender sein könnte. Avatar Legends, was uns ursprünglich als Tabletop-Game vorgestellt wurde, mit zahlreichen Ergänzungen zur Originalhandlung, wie neu eingeführte Figuren wie die Schwester von Zosin, Zaysan, Mönch Namtöse, der Ausländern verbot, den nördlichen Lufttempel zu betreten und nun auch Chan Yu, könnten definitiv erste Hints auf die noch kommenden Projekte werden, wenn diese nicht sogar die Grundlage für die Filme bzw. die Serie bietet.
Aber was meint ihr? Werdet ihr dem Ganzen eine Chance geben oder wie ich einfach nur die ganzen Infos rausziehen, da Handygames einfach nichts für mich sind? Haut mir das auf jeden Fall zusammen mit dem Feuer-Emoji in die Kommentare, wenn ihr noch da seid, und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.